Also die Stadt Hamburg hat über mehr als 100 Jahre immer Acht auf sich gegeben und man ist immer voll großer Erwartung eigentlich, obwohl man die Bilder, die einem dann da begegnen, ja bekannt sind und trotzdem lässt einen das auch nach unendlich vielen Malen nicht so richtig kalt. Viele kennen dieses weiße Hamburg rund um diese ungewöhnlichen Wasserflächen mitten in der Stadt. Aber was Hamburg natürlich auch ausmacht, neben diesen gesettelten Lagen, diesen wunderschönen Lagen, gibt es natürlich auch eine andere Welt in dieser Stadt. Wie könnte es anders sein? Wo man diese Brüche auch spürt, wo man aber auch eine andere Entwicklungsdynamik spürt, ob das die gründerzeitlichen Quartiere sind, die sich immer wieder neu erfinden, aber auch diese neuen Stadtteile, diese fast mondänen Situationen in den zentralen Lagen und dann aber auch diese durchaus bescheidenen, in sich sehr stimmigen Quartiere, die Hamburg über so große Flächen eben dann auch prägen. Und dann gibt es sozusagen als Kontrast den großen Hafen. Und das ist vielleicht auch eine Besonderheit Hamburgs, dass Hafen und Stadt gar nicht so weit auseinander liegen, sondern sich unmittelbar eigentlich vis-à-vis gegenüber liegen. Und es gibt so ganz interessante Situationen. Auf der einen Seite diese Großmaßstäblichkeit und raue Hafenwelt und auf der anderen Seite, auch wenn es ein bisschen wie ein Klischee wirken mag, dieses schöne Hamburg auf der Nordseite der Elbe. Die Stadt hat eine 100-jährige Tradition, Oberbaudirektoren zu haben. Das sind die höchsten Instanzen, wenn es um die Gestaltung der Stadt geht. Und dazu gibt es diese besondere Position, die weniger politisch als vielmehr fachlich ist. Die auf der einen Seite sozusagen die großen Linien einer Stadt entwickeln soll, die nächsten Themen identifizieren, mit denen wir uns beschäftigen müssen in den kommenden Jahren. Und gleichermaßen aber auch jemand ist, der sozusagen bis ins architektonische Detail eine Idee von dieser Stadt hat. Fritz Schumacher kam im Alter von knapp 40 Jahren 1909 nach Hamburg, zuerst als Leiter des Hochbauwesens, das heißt, er war zuständig für die Hochbauten der Stadt. Er hat sich aber ganz schnell auch für die ganze Stadtplanung engagiert, für die städtischen Räume. Es war ihm ein Anliegen, Hamburg zu einer modernen Großstadt zu entwickeln. Hamburg ist noch heute stark durch die Ideen und Bauten Schumachers geprägt. Es gibt ganz große backsteinerne Siedlungen, die er geplant hat. Es gibt aber auch sehr viele sehr bekannte Einzelbauten, die sehr stark im Gedächtnis der Hamburger verankert sind und ikonografisch fast für die Stadt wirken, für die Hamburger. Es war ihm ein Anliegen, Wohnraum zu schaffen für die vielen Menschen, die im Zuge der Industrialisierung nach Hamburg gekommen waren. Und er hat so eine sehr gute Basis geschaffen für die sehr fortschrittlichen Wohnungsbauprojekte, die in Hamburg ab den 1920er Jahren entstanden sind. Als Schumacher nach Hamburg kommt, gibt es bereits einen Bebauungsplan für das Konturhausviertel und die Mönckebergstraße ist als Straße auch schon fast fertiggestellt. Aber es ist ihm gelungen, durch kleine Eingriffe im Rahmen einer Gestaltungskommission noch räumliche Änderungen vorzunehmen, sodass man diese Spitze des Hielehauses, die heute so ein ganz kräftiges Bild für Hamburg ist, dass die wirklich deutlich zur Wirkung kommt. Er hat nicht nur stadtplanerisch, sondern auch landesplanerisch gedacht. Es gibt diesen sehr bekannten Fächerplan, den er gezeichnet hat, der sehr einprägsam als Bild ist. Dort zeigt er, wie er Hamburg auch über die Grenzen Hamburgs
hinaus gedacht und mit der Region verknüpfen wollte. Die neuen Wohngebiete lagen damals ziemlich am Stadtrand. Heute sind sie fester Bestandteil mitten in der Stadt. Heute gibt es andere Gebiete, die wiederum am Stadtrand liegen, die neu entwickelt werden. Und ich glaube, man kann ganz viel von diesen wunderbaren Wohnsiedlungen Schumachers auch lernen. Da ging es schon damals ganz viel um Gemeinschaftlichkeit, um gemeinschaftliche Höfe, um gemeinschaftlich nutzbare Räume auch zu bauen für Menschen, die sich nicht so viel Wohnraum leisten können, trotzdem gute Qualität zu schaffen. Es ging ihm darum, gute Verbindungen in die City und zu den Arbeitsplätzen im Hafen zu schaffen. Also ganz viele Themen, die wir heute weiterhin haben und die heute sehr aktuell sind. Im Grunde sehe ich mich in der Kontinuität meiner Vorgänger, Dinge, die angefangen sind, jetzt auch ein Stück weit voranzutreiben, aber dann auch neue Themen möglicherweise zu identifizieren, viele neue Plätze neu zu gestalten, ob es ein Gertrudenkirchhof ist in seiner temporären Art oder ob es der Burchardplatz in diesem berühmten Kontorhausviertel ist und dann natürlich auch in den einzelnen Quartieren und Bezirken öffentliche Räume, die es wirklich in Zukunft zu gestalten gilt. Eine Daueraufgabe, die wir sehr ernst nehmen. Speicherstadt war ein neuzeitgewachsenes Stadtgebiet eigentlich, das Ende 19. Jahrhunderts zu diesem monofunktionalen Warengebiet umgestaltet wurde und somit von der Stadt auch abgeschnitten wurde. Und das versuchen wir eben heute ganz stark wieder zu integrieren. Die Stadt arbeitet daran, dieses Viertel so umzugestalten, dass wir hier sehr viel Mobilität, andere Platznutzungen reinbekommen und dass dieses Viertel eben lebendig bleibt auch in Zukunft und somit auch einen Erhalt ermöglicht. Es sind relativ breite und große Straßen, die sich in den kommenden Jahren ja verändern werden und vor dem Klimawandel auch darauf reagieren werden, dass wir in einem Hitzefeld stehen. Und deswegen gibt es hier jetzt einen ganz großen Shift von dieser Monofunktionalität zu einer Vielzahl von Nutzungen. Und da spielt eben auch die Hafen City, diese Durchlässigkeit wiederherzustellen zu diesen historischen Gebieten, eine große Rolle. Auch wenn man jetzt diesen Platz sich anschaut, da ist ja jetzt ein Markt drauf, aber sonst ist das eigentlich alles ein Parkplatz. Da vorne stand auch sogar eine Tankstelle. Es waren überhaupt gar keine Bäume. Und auf einmal, zig Jahre später, gibt es einen Wettbewerb, dann wird gesagt, keine Autos mehr, ganz viele Bäume, ganz grün. Ja, und in dem Spannungsfeld bist du dann da als Landschaftsarchitekt, also Historie und hier heute gezahlt. Das ganze Blech, was man hier sieht, das kommt alles weg. Diese großen Platanen, die bleiben. Das ist wie so eine neue Zeitschicht. Hier in der Mitte, dieses Oval, wird nochmal betont mit einem Kopfsteinpflaster, was leicht angeschliffen ist. Und dann ist das eine ganz ruhige, großzügige Fläche für vielfältige Veranstaltungen. Und so wird man dann diese einzelnen, doch sehr unterschiedlichen Räume, die es jetzt hier gibt in der Hamburger Innenstadt, ja, wohltuend fußläufig erleben. Hamburg hat über Jahrhunderte seinen Erfolg im Hafen gesehen. Und die Herausforderung hier in Hamburg war, zu beweisen, dass ein Hafen nicht funktionslos geworden ist, sondern ein Hafen sich ebenso auch weiterentwickelt. Und trotzdem die Chance zu ergreifen, dies in einer Koexistenz zu machen und damit auch eine Qualität für Hamburg zu generieren, die allen zur Verfügung steht und nicht ein Wechsel in seiner Funktionalität.
Das Wesentliche war, dass man sich überlegt hat, dass es nicht nur diejenigen betrifft, die vielleicht wirklich einen Grund haben, in der Hafen City sich aufzuhalten, weil sie dort wohnen, weil sie da arbeiten, sondern dass es für alle attraktiv sein muss. Und aus dieser Erkenntnis heraus wurde klar, dass sie erlebbar sein muss, und zwar in kurzer Frequenz. Wenn Sie sich durch die Hafen City bewegen, werden Sie feststellen, dass sehr viel Wert darauf gelegt wurde, dass Sie als besuchende Person eigentlich immer in einem Dialog zu der gebauten Stadt stehen. Man hat natürlich diese Chance versucht zu ergreifen, direkt sich am Wasser zu bewegen. Das heißt auch, Zugänge zum Wasser zu planen und damit auch den Dialog zwischen der Wasserfläche und auch der gebauten Stadt herzustellen. Jedes der Gebäude, das Sie hier in der Hafen City finden, steht auf einem hochwassersicheren Inselkonstrukt, wir nennen das Warft, und ermöglicht allerdings trotzdem auch Flächen unterhalb dieser Warfthöhe. Das heißt, man ist bewusst den Weg gegangen zu sagen, wir zäunen die Hafen City nicht ein, sondern den See entwickeln sie in unterschiedlichen Höhenlagen. Das führt dazu, dass die Hafen City auch teilweise überflutet werden kann an gewissen Stellen, aber an anderen Stellen ist sie immer hochwassersicher erschließbar. Das ist allein schon aus Katastrophenschutzsicht erforderlich. Die Hafen City ist nicht ein Ort, der zwei oder drei Schwerpunkte braucht, sondern es gibt städtebaulich dominante Bauwerke, die sich aber einordnen in ein Konzert aus vielen guten kleinen Elementen, die insgesamt das Ganze ergeben. Wenn Sie mit der S-Bahn in 30 Jahren von der Veddel in Richtung Hafen City fahren, fahren Sie erstmal an einem hochattraktiven Stadtteil, dem Grasbruch, vorbei. Und wenn Sie dann über die Elbe kommen, stellen Sie fest, dass Sie nicht am Rand von Hamburg nach Hamburg kommen, sondern in ein neues kleines Zentrum. Sie werden am Fuße des Elbtowers vorbeifahren. Sie werden feststellen, dass die Stadt sich an der Stelle auch noch weiter geöffnet hat. Und Sie haben das Gefühl, in eine Stadt zu fahren, die mit der Zeit gegangen ist. Im Grunde genommen ist die Entwicklung eines komplett neuen Stadtteils eine einzigartige Chance, die man so als Planer in dem Maßstab nie wieder bekommen wird. Und dass man jetzt hier aber wirklich bei Null ansetzen kann, ist einmalig. Und für mich ist es eines der spannendsten Aufgaben, die man sich vorstellen kann, so einen neuen Stadtteil mit allen Freiräumen mitten in einem Fluss, in einer großartigen Kultur- und Naturlandschaft hier planen zu dürfen. Aus meiner Sicht ist es ein sehr überraschender Moment gewesen, selbst als Hamburgerin zu erkennen, dass der Grasbruch mitten im Herzen dieser Stadt sich befindet. Und es ist eigentlich unglaublich, dass diese Mitte noch gar nicht besetzt ist. Der neue Stadtteil Grasbruch wird vor allen Dingen Teil der Stadt, weil er ein wichtiges Schlüsselelement in der Verbindung der angrenzenden Stadtteile ist. Er wird aber auch ein ganz besonderer Ort zum Leben sein. Allein schon die Tatsache, dass wir hier eine sehr stark reduzierte Präsenz des normalen Autoverkehrs erleben werden, das wird mit Sicherheit ein Stadtteil der kurzen Wege sein. Menschen werden sich auch anders bewegen, werden damit auch Stadt anders verstehen, anders erleben. Und wenn nachher dann der Grasbruch Teil dieser Elbpromenadentradition wird, ich glaube, das ist dann sehr schön. Wenn wir uns so 20 Jahre weiter fortbewegen und uns überlegen, dass es sehr selbstbewusst hinter der Elbpromenade losgeht mit der Bebauung und gar nicht als Vorort zu Hamburg zählen wird, sondern wirklich als ganz starker, selbstbewusster Stadtbaustein, der einfach als notwendiger Trittbaustein mit dem Sprung über die Elbe dort einfach fortgesetzt wird und die Tradition der Bauweise auch fortführt. Und vielleicht sagt man dann später, wenn du was erleben willst, musst du zum Grasbruch. Wir bauen derzeit neue Quartiere am Rande der Stadt, auch in einer Dimension, wie wir uns das bis vor kurzem gar nicht zugetraut hätten. Also auf der einen Seite ist es durchaus das Wachsen nach außen. So ein Stichwort mag da der neue Stadtteil Oberbillwerder sein oder auch ein ernsthafter Versuch, nochmal eine zeitgenössische Interpretation dieser wunderbaren Gartenstadt-Idee, auch mit dem ganzen sozialen Anspruch, der ja dahinter steckt, dem nochmal nachzugehen und fragen, kann unsere Planergeneration da noch mal einen nennenswerten Beitrag leisten. Und ich sehe einfach, dass da in den kommenden Jahren eine ganze Reihe von interessanten Projekten entstehen werden.
Ich stehe jetzt hier in der Rolle der Aufsichtsrätin der Genossenschaft Gröninger Hof, die sich eigens gegründet hat, um aus diesem alten Parkhaus ein neues Wohn- und Arbeitshaus mitten in der Hamburger Innenstadt zu machen. Hamburg grundsätzlich ist ja so ein bisschen polyzentral, hat sehr viele verschiedene kleinere Stadtteilzentren, hat sehr schöne Wohnquartiere, hat sehr gute durchmischte Quartiere auch. Hier in der Hamburger Innenstadt, und das ist sicher ungewöhnlich in Europa, gibt es aber sehr, sehr wenig Wohnraum. Das hat mit der Kriegsgeschichte zu tun, mit dem Nachkriegsumbau, mit der autogerechten Stadt, die hier geschafft wurde. Und deswegen ist das ein Ort des Wandels, vielleicht stärker als in anderen europäischen Großstädten. Und darum glaube ich, dass so ein Projekt wie dieses hier besonders wichtig ist. Diese Leitfrage, die begleitet uns bis heute, kann man da nicht mehr was anders machen? Also was sind alternative Szenarien, um innenstädtisch Grundstücke zu entwickeln? Wir haben daraufhin relativ schnell versucht, ein Konzept zu entwickeln, gesagt, wir möchten hier geförderten Wohnraum herstellen und dazu aber auch Menschen, die nicht förderfähig, also höhere Einkommen haben, dass eher Durchmischung stattfindet. Wir möchten auch Gewerbe hier im Haus haben. Dieses Konzept haben wir der Stadt vorgestellt und wir haben uns als Genossenschaft extra dafür gegründet und dann mit unserem Konzept dort beworben. Dazu gehört ein Mobilitätskonzept, dazu gehört, dass wir möglichst viel Bestand erhalten wollen, was technisch eben machbar und möglich wäre. Inzwischen haben wir das ganze Planungsteam beisammen und gehen so Stück für Stück weiter und hoffen, nächstes Jahr mit dem Bauen anfangen zu können. Ich denke, es ist wichtig, dass die Menschen wieder Orte haben, an denen sie sich begegnen können, an denen mehr Lebendigkeit stattfindet. Und ich freue mich, wenn in Hamburg eben auch mal wieder Kinder groß werden in der Hamburger Innenstadt. Mit der Fragestellung, wo sind die Orte, wo sich diese Stadt verändern kann? Wo sind Orte, wo wir auf einen Klimawandel Antworten finden müssen? Dann ist man sehr schnell bei diesen unglaublich breiten Ausfallstraßen und Einfallstraßen in die Stadt. Die korrespondieren erstaunlicherweise sehr stark mit dem Bild Schumachers von vor 100 Jahren, der Stadt nämlich so einen fächerartigen Stadtgrundriss zu geben. Und das ist nach wie vor ein sehr stabiles Gerüst. Aber gleichwohl stellt sich die Frage, welche verkehrlichen Bedeutungen haben eigentlich zukünftig die Magistralen? Wie schaffen wir sozusagen einen klimagerechten Stadtumbau und was muss sozusagen auch der Verkehrssektor dabei steuern? Insofern gilt es auch, den Individualverkehr auf diesen großen Straßen ein Stück weit zurückzunehmen, den Verkehr neu zu denken und diese Räume, die teilweise eben nicht als Ganzes gedacht wurden in den letzten Jahrzehnten, wirklich auch nochmal unter einer stadträumlichen und freiräumlichen Perspektive neu zu denken und ihnen auch wirklich Fasson und Kontur wiederzugeben, weil das haben sie an manchen Stellen bei aller Schönheit, die diese Stadt ausmacht, auch verloren. Den Magistralen, da ist die Stadt schon gebaut und mehr als der Entwurf eines neuen Stadtteils auf weißem Papier geht es hier ja eher darum, die Stadt weiter und umzubauen. Und es gibt halt so viele verschiedene Nutzungen, die da sind, die natürlich auch die umliegenden Gebiete versorgen, aber dann nicht entsprechend immer dem klassischen Textbuch, wie es so ein Stadtzentrum zusammengesetzt entsprechen, sondern eher eine Funktion sind, die die Stadt versorgen. Für mich verkörpern sie so eine Art überraschenden Urbanismus. Da passieren Sachen, die man sonst gar nicht erwartet. Auf der einen Seite haben sie so eine gesamtstädtische Bedeutung. Ja, sie sind stadtstrukturell sehr prägend, nicht erst seit Schumacher. Und an diesen Lebensadern sind die Städte ja auch gewachsen, haben sich entwickelt. Und gleichzeitig haben sie jetzt aus einer planerischen Sicht aber bisher wenig Beachtung und Bedeutung gefunden. Und Hamburg ist eine der ersten Metropolen in Deutschland, die sich dieses Thema Magistralen so stark auf die Fahnen geschrieben haben. Sie haben internationale Teams für fast eine Woche eingeladen und die haben intensiv darüber nachgedacht und entworfen, was aus den Hamburger Magistralen in Zukunft werden kann und welche Kraft in ihnen steckt. 200 Experten, 8000 Bürger und Bürgerinnen, die da mit dabei waren. Das war eine tolle Veranstaltung, auch gleichzeitig das größte Bauforum, was die Stadt bisher gemacht hat. Das ist so eine Spezialität in Hamburg, dass man anhand einer Diskussion anfängt, Ideen zu erörtern und zu entwickeln und dann natürlich am Ende das Ganze in eine Vision überführen möchte, die dann auch sich in der Stadtentwicklung für viele, viele Jahre widerspiegelt. Die Zukunft ist natürlich total interessant. Welchen Charakter werden unsere Magistralen haben? Sind das die Orte, an denen sich Hamburg weiterentwickelt?
oder sind Magistralen eigentlich mehr Arenen der Mobilitätswende, wo man sehen kann, wie bewegen wir uns in Zukunft fort? Magistralen sind nicht nur eine Linie, sondern ein tiefer Raum. Und wenn man nur mal 15 Minuten in die Richtung weggeht, merkt man, das ist richtig einfach integrierter Teil der Stadt. Auch wenn es eine der schwierigsten planerischen Aufgaben überhaupt ist, würde ich sagen, sich zu überlegen, wie man diese Straßen besser fassen kann, ist es für uns einfach eins der ganz, ganz wichtigen Ziele in der Stadtentwicklung. Da würde ich behaupten, in der Innenstadt wohnen wieder mehr Menschen. Wir werden eine viel größere Nutzungsvielfalt haben, vielleicht auch eine größere Kleinteiligkeit. Wir werden neue Immobilien haben, die dieses Thema der Mischung auch baulich sozusagen dem nochmal einen Ausdruck geben. Ich glaube, wir werden eine Vielzahl auch von Plätzen neu gestaltet haben und wir werden dem Radfahrer und dem Fußgänger mehr Flächen zur Verfügung stellen. Die Innenstadt wird noch besser verknüpft sein mit den angrenzenden Lagen. Die Hafencity wird selbstverständlicher Teil der Hamburger Innenstadt sein. Die Wege dorthin und sozusagen in die Innenstadt zurück werden sozusagen benutzbar sein und gut gestaltet sein. Insgesamt bin ich sehr optimistisch, was die Weiterentwicklung der Hamburger Innenstadt betrifft. Diese grüne Stadt am Wasser wird Hamburg immer sein und viele dieser sehr vertrauten Bilder dieser Stadt, die werden auch in 30 Jahren sozusagen Konsistenz haben.